Bruder, komm mal her. Komm mal näher. Nia! Yo, was geht ab, Habibi Haribus? Und willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vielen Dank für 20.000 Likes und 0 Cent in meiner Tasche. Aber egal, ich mach das Ganze eh nur als Hobby. Meint der Hobby, du Bastard hoffst doch jeden Tag darauf, damit mal Geld zu verdienen. Auf jeden Fall wollte ich in diesem Video mal kurz erklären, was hinter den Kulissen von Sucuk-Würste passiert. Für die Zombies von euch, die mich auf Facebook folgen und somit auch nicht wissen, was Sucuk-Würste ist. Ich erkläre das ganz kurz. Sucuk-Würste habe ich damals mit meinem Bro Dustin gegründet. Das sind die Pfefferkörner und wir haben die einfach synchronisiert und dann Sucuk-Würste genannt. Und erstmal vorweg so eine Frage, um die zu klären. Ein paar Leute fragen mich so, ey, machst du die Stimmen bei Sucuk-Würste alleine? Ich muss erstmal jetzt gestehen, nein. Also Barack Obama, Angela Merkel, die machen manchmal mit so. Nein, Spaß, da gibt es kaum nicht. Seid ihr witzig? Aber jetzt mache ich die ganz alleine, die Sucuk-Würste. Und um euch das mal kurz zu demonstrieren, kann ich euch mal die Stimmen zeigen. Die erste Stimme wäre der Deutsche, der immer so redet. Das heißt Kachbars, das ist mein Leben, lass mich in Ruhe. Dann gibt es einmal Xing Shang Shang. Xing Shang Shang, weg aus Hongkong, du Hurensohn, deine Mutter ist eine Hure, fick deine Eltern. Die Freundin von Ahmad, die immer so redet. Ahmad liebt mich. Ein Mann, der seine Frau schlägt, will sie doch nur erziehen. Ahmed Habibi, schuf ein Kalb. Und dann gibt es Kahwuni. Ist das gerade dein Ernst? Willst du mich gerade verarschen? Und dann gibt es noch einmal den Crack Junkie. Oh Mann, scheiße, Alter. Ho, ich bin so drauf heute. Ja, ja, ja. Und dann gibt es noch den Opa, der immer so redet. Das kann nicht original sein. Das sind Marokkaner. Das sind Dattelfaser. Das rieche ich sofort. Dann gibt es noch ab und zu den Jerome. Mein Name ist Jerome. Ich hab irgendwie mein Leben verkackt, wollte ich dir mal kurz sagen. Ja, dann gibt's noch den Marokkaner, der ab und zu auch vorkommt. Hier ist normal, Bruder, in marokkanische Konsulat. Viel Marokkaner ist nicht gut. Dann die Mutter von diesen Sucuk-Würste-Kindern. Na, wo ist denn Hammer? Erzähl noch einen Stuss, was soll das? Und dann gibt es noch die Möhre, das ist so eine orangehaarige. Die muss ich aber ehrlich zugeben, die Stimme von der ist gepitcht. Also ich rede die rein und danach mache ich sie so ein bisschen höher, damit die sich ein bisschen behinderter anhört. Den Nazi-Vater, der immer so ein bisschen so, was soll das denn jetzt, Mann? Ich soll schon meinen Job suchen hier. Immer sagen alle, die haben Rückenschmerzen. Was bist du denn jetzt hier? Mein Kater, der synchronisiert manchmal auch mit. Mein Kater synchronisiert dein Vater, ah! Ich mach dich fein, Bruder, komm her, jetzt muss ich mal, ich push dich jetzt. Leute, abonniert alle seinen Kanal. Wie heißt dein Kanal? Boah, lass mich doch mal runter, Junge. Ich scheiß Marokkaner, müsst alles anfassen, was frei rumläuft. Abonniert den Jungen einfach mal, der braucht ein bisschen Fame, Alter. Wenn wir Weiber klären. Oder einmal Katze gestreichelt, jetzt hab ich Fell auf meinen Follower. Und da das auf Facebook von einigen Leuten gerne geguckt wird, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Video, wo ich so zeige, wie die Sucuk-Würste entstehen. Das Ganze entsteht ganz spontan. Ich habe also jetzt nicht ein Skript oder so. Gebe ihm einfach da rein, so. Dieses Video sollte euch jetzt nicht motivieren, mir mit den Sucuk-Würsten nachzumachen. Übertreibt man nicht. Ich will keine Konkurrenz haben. Es geht. Ach, und nochmal vorweg eine Sache, um die klarzustellen. Ein paar fragen mich so, warum ich die Sucuk-Würste nicht auf YouTube hochlade. Ich muss das ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das Ganze gestrikt werden könnte und ich will meinen Kanal nicht riskieren. Deswegen lade ich die Sucuk-Würste nicht auf YouTube hoch. Und ich hoffe auch, dass dieses Video jetzt nicht gestrikt wird, da ich ein paar Ausschnitte per Screen Capture einblenden werde, aber ich denke mal, das müsste eigentlich klar sein. Und jetzt gebt euch einfach mal, wie ich die Sucuk-Würste produziere. Ja, und dann geht das Ganze so, und zwar, ich habe jetzt hier die Folge vor mir, die ich synchronisieren möchte, dann mache ich immer meistens so, dass ich mir die ersten paar Sekunden davon reinziehe, so was dem Original sagen. Wir sollten deine Eltern warnen. Die werden es zwar nicht ernst nehmen, aber sicher ist sicher. Ich komme mit. Jojo, es reicht, wenn zwei zu spät zur Schule kommen. Hatte ich den Traum oder du? Du hattest den Traum und ich krieg den Ärger. Ich opfere mich für dich, also schwör ab. So, ja, ich habe mir das jetzt bis zur 14. Sekunde reingezogen. Dann mache ich bis dahin, mache ich dann einen Cut. So, 14. Sekunde, teile dann den Clip. Und dann gucke ich in dieser kurzen Sequenz, wie viele Leute reden da. Als erstes fängt Kahwuni an zu reden, okay. Auf jeden Fall für jeden Charakter teile ich dann den Clip, damit ich weiß, wer bis wohin redet. Ja, und wenn ich das dann halt für jeden Clip gemacht habe, sieht das Ganze im Grunde genommen so aus. Dann habe ich so hier mein Grundkonzept. Ja, und dann mache ich das immer so spontan aus dem Bauch heraus. Gucke ich so die Situation, was sehe ich denn gerade hier? Die kommen aus irgendeinem, ich weiß nicht, aus irgendeinem Haus raus. Keine Ahnung, was das ist. Rathaus oder ich würde jetzt sagen, damit das ein bisschen lustiger ist, Jobcenter einfach. Sagen wir mal, wie kommt diese Kahwuni gerade raus? Die sieht so ein bisschen abgefuckt aus in ihrer Fresse. Da würde ich sagen, die ist gerade abgefuckt, weil die aus dem Jobcenter rauskommt. So, dann gucke ich mir ihre Fresse an. Ja, und dann laber ich einfach in die Aufnahme so, keine Ahnung. Ja, dann rede ich jetzt einfach spontan. Jobcenter fuckt die irgendwie ab. Passt auf.
drücke ich auf Aufnahme und dann mache ich so. Boah, Jobcenter fuckt mich so ab. Fertig, dann habe ich die jetzt geredet. Dann nehme ich den nächsten Charakter, das ist jetzt Xing Shang Shang. Und was könnte der sagen? Der ist ja ein Bastard, wie jeder weiß. Der könnte jetzt einfach so sagen, keine Ahnung, dass der dir auch, der will ja immer jeden abfucken. Dann sagt er jetzt einfach, ja, ich fuck dir auch immer ab, weil ich keinen Bock habe, arbeiten zu gehen. So, einfach jetzt mal reinmachen, so, gucken, wie das wird. Ja, normal, ich fuck dir auch immer ab, weil ich keinen Bock habe zu arbeiten. So, dann haben wir Xing Shang Shang auch. Und dann mache ich natürlich jeden Clip vom Original stumm, ne, damit dann noch meine Stimme drüber ist. Und dann, wer redet danach? Das ist dann jetzt hier diese Möhre, ne? Ja, was könnte die jetzt sagen? Ich muss kurz überlegen, was könnte die sagen? Wie sieht die dann aus in ihrer Fresse? So, ja, okay. Ja, dann sagt sie einfach vielleicht, warum? Mal ein bisschen normales Gespräch da reinmachen. Dann sagt die jetzt einfach, warum kannst du nicht arbeiten? Oder wieso denn? Keine Ahnung. Machen wir einfach so rein. Aber wieso denn? Wobei ich bei Kahpuni ehrlich sein muss, das ist die einzige Figur, wo ich meine Stimme ein bisschen verändere, weil ich kann nicht Millionen Stimmen machen. Hier, dann gehe ich auf Audio-Effekt und pitch die ein bisschen hoch. Ja, dann sagt jetzt aber, wieso denn? Und ich ziehe mir das erst am Ende mal rein, ne, wenn ich mit einer ganzen Sequenz fertig bin, damit ihr das schon mal wisst. Und dann sagt die jetzt zu dem, ja, der kann nicht arbeiten. Irgendeine dumme Ausrede brauche ich jetzt so, ja, der kann nicht arbeiten. Thema ist jetzt Arbeit, denke ich mal, Arbeitslosigkeit. Dann sagt jetzt einfach, ja, der kann nicht arbeiten. Keine Ahnung. Was kann die sagen, Alter? Ja, der kann nicht arbeiten, weil er keinen Bock hat, oder der kann nicht arbeiten. Ja, der kann nicht arbeiten, weil dem sein Rücken wehtut. Das sagen Kanaken. Jeder Kanake, der nicht arbeiten will, sagt, er hat Rückenschmerzen. Jeder Marok hat einen Onkel, der nicht arbeiten geht, weil der eigentlich Rückenschmerzen hat. Dann sagt jetzt einfach, ja, der kann nicht arbeiten, weil dem sein Rücken wehtut. So, habe ich das jetzt gesagt. Jetzt muss irgendwie, jetzt überlege ich, weil das muss jetzt ein bisschen lustiger werden, dann denk ich mal so, sollte jetzt diese Möhre der irgendwie so einen Konter geben, so, ja. Warum könnte der Rückenschmerzen haben? Der macht ja nichts, ne? Sag ich mal so jetzt. Und keine Ahnung, vielleicht vom Schlafen Rückenschmerzen falsch gelegen, oder? Die kann sagen, einfach, weil das ja noch Kinder sind, genau, weil das Kinder sind, kann die ja jetzt einfach sagen, ja, der hat Rückenschmerzen, weil er vom Hochbett gefallen ist. So, weißt du? Nehmen wir einfach mal auf, wie die das sagt. Ja, ne, hier, pass auf. Ja, weil der vom Hochbett gefallen ist, oder was? So, jetzt habe ich verkackt, weil ich gelacht habe, muss ich aber auf jeden Fall dann nachher nochmal neu aufnehmen. Aber nur damit ihr so im Groben seht, wie das Ganze geht. Hier haben wir das. Was könnte jetzt Kahpuni sagen? Kahpuni sagt jetzt, ja guck, die hat so Hand auf dem Herz gerade. Dann sage ich so, ein auf ehrlich, die sagt jetzt einfach so. Die sagt jetzt einfach so, ja, alle Kanaken, die nicht arbeiten wollen, sagen immer, dass sie Rückenschmerzen haben. Nehmen wir das auch auf. Ja, alle Kanaken, die keinen Bock haben zu arbeiten, sagen immer, dass denen der Rücken wehtut. So, dass das jetzt halt nur eine Ausrede ist, dies, das. Ja, so. Und dann, was kommt danach? Hier, die redet nochmal, die Möhre. Ja, die könnte jetzt so richtig einen auf Deutsch machen, so richtig typisch deutschen Satz. So, ja, keine Ahnung, Deutschland geht durch diese Arbeitslosigkeit der Kanaken kaputt. Oder keine Ahnung, sagt die irgendwie, ja, Deutschland muss drunter leiden. Und die sagt, warte, was macht die? Fährt die weg mit Fahrrad? Ja, Mann, dann sagt sie jetzt einfach, ja, toll, Deutschland muss da drunter leiden. Ich gehe jetzt alle Kanaken beim Jobcenter verpetzen, so, weil die wegfährt mit Fahrrad. Einfach so, wo das gar nicht geht. Ja, sagen wir jetzt einfach mal. Boah, und Deutschland muss unter der Arbeitslosigkeit leiden. Ich gehe jetzt alle Kanaken beim Jobcenter verpetzen. Ja, dann macht die das. Oh, dann habe ich die ersten paar Sekunden fertig. Dann guck ich hier weiter, wie geht's weiter, dies, das. Mach ich jetzt auch mal spontan, sehe ich mal hier. Nee, habe ich keinen Bock. Hier, eine Klasse. Klasse ist immer geil. Warte, was geht denn da? Was macht die Lehrerin? Die geht da hin an die Tafel und eine pennt. Warte, ich habe eine Idee. Was machen die denn gerade da im Unterricht? Was gucken wir mal? Erdkunde. Ja, typische Assi, wenn du einfach Assi sein willst, was ich mache. Die Lehrerin könnte jetzt einfach so machen. Ja, ey, Thema ist gerade Kurdistan. Hier sehe ich so, alle Schüler sind gerade ganz normal da, lachen ein bisschen so, nehmen das vielleicht nicht ernst, was schon ziemlich asozial ist. Nichts gegen Kurden, ich feiere Kurden übelst. Größter Teil meiner Freunde ist Kurden. Dann machen wir jetzt einfach so, die Lehrerin sagt so, ja, heute labern wir über Kurdistan, dies, das. Ja, machen wir das erstmal. Komm, hier mache ich jetzt mal spontan rein. Die Lehrerin sagt, wir reden heute über Kurdistan. Okay. Ja, die sagt jetzt so vielleicht, ja, wir reden über Kurdistan und bei einem Kurdenwitz macht, den schmeiß ich raus oder so, damit das ein bisschen fairer ist. Und warte, die pennt, dann wird die wach. Okay, warte, die nehme ich auseinander.
Ich muss jetzt schon lachen, Alter. Ja gut, pass auf. Dann macht die Lehrerin jetzt hier so. So, Freunde, heute haben wir das Thema Kurdistan. Und wenn einer von euch einen dummen Kurdenwitz bringt, Herr Mann, dann schmeiß ich den sofort hier raus. Ach, die Hure, ihr schläft. Was fällt denn dir eigentlich ein? Jetzt hab ich ein bisschen verkackt, weil ich gelacht habe. Egal, ich synchronisiere das gleich nochmal. Aber auch damit ihr das so grob sehen könnt. Jetzt können wir das machen. Bei mir ist jetzt schon was Neues eingefallen. Die redet über Kurdistan und dieses Mädchen macht dann so, die pennt. Und dann macht die, passt auf, ich hab grad einfach eine Idee im Kopf, die wird geil. Zieh doch das rein, die sagt jetzt einfach so, die ist eingepennt und dann... Ja, Kurdistan existiert, ich hab von Kurdistan geträumt. Nein, ey, wirklich, Kurdistan gibt's, Leute. Natürlich, dafür denke ich mir so ein Assi oder so, ne? Also, wie gesagt, ist nur Spaß. Und ja, das war's. Dann mach ich das halt immer so weiter, bis ich halt keinen Bock mehr hab, Leute. Yo, Leute, und wer die ganze Folge sehen will, muss jetzt auf meine Facebook-Seite gehen. Oh, yo, dick Promo gemacht für meine Facebook-Seite. Auf jeden Fall gönnt euch, Leute, das müsste jetzt die Sucuk-Würste-Folge 35 werden. Ich weiß aber nicht, wann ich dieses YouTube-Video hochladen werde. Deswegen kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt schon eine neue Folge da ist. Gönnt euch auf jeden Fall meine Facebook-Seite, Leute. Und viel Spaß, dann sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video auf YouTube als auch auf Facebook. Deswegen bleibt aktiv, ich bleib aktiv. Haut rein, Leute, und ciao.